tun den ab ins Schlösschen. Achso. Ja. Tut mir auch leid. Jetzt kann ich aber kurz hier mal lesen. Taktiken und Aktionen festhalten, obwohl die Räume wieder durch den als sorglosen Einsatz bestimmter Fähigkeiten gegenseitig verletzen können, ist der dadurch zugefügte Schaden nur halb so groß wie bei betroffenen Gegnern. Na super. Naja. Ich dachte, ich glaube bei der Konsolenversion konnte man das, glaube ich, extra an- oder ausschalten. Bin ich mir aber nicht so sicher. Ich habe die auch nicht mehr da. Ich habe die verkauft. Das heißt, ich kann da leider auch nicht mehr nachgucken. Bin aber der Meinung, da ging es. Wobei ich mich auch sehr... Es könnte auch sehr gut sein, dass ich mich täusche. Das Schloss sieht von hier seltsam ruhig aus. Als wäre überhaupt niemand mehr drin. Ich sollte keine Zeit mehr verlieren. Mein Plan war, ins Schloss zu gehen, sobald das Dorf in Sicherheit war. Es gibt einen Geheimgang hier in der Mühle, der nur meiner Familie zugänglich ist. Warum sagtet ihr das nicht früher? Ihr wärt dann ins Schloss gegangen, anstatt im Dorf zu bleiben. Und wir brauchten Krieger. Es tut mir leid, wenn ich... beim Atem des Erbauers. Tegan, dem Erbauer sei Dank, dass du noch lebst. Isolde, du lebst? Wie bist du... Was ist passiert? Keine Zeit für lange Erklärungen. Ich habe nach der Schlacht das Schloss schnellstmöglich verlassen und muss in Wälde zurück sein. Und du musst mit mir zurückkehren, Tegan. Allein. Das wird aber zur Erklärung nicht genügen. Was? Wer ist dieser Mann, Tegan? An mich erinnert ihr euch doch, Lady Isolde. Alistair? Bei allen... Warum seid ihr hier? Das sind graue Wächter, Isolde. Ich schulde ihnen mein Leben. Verzeiht. Ich würde ja Höflichkeiten austauschen, aber angesichts der Umstände... Bitte, Lady Isolde. Wir wussten nicht, dass im Schloss noch jemand lebt. Wir brauchen Antworten. Ich weiß, Erklärungen sind vonnöten, aber ich... Ich weiß nicht, was ich ohne Gefahr erzählen kann. Tegan... Im Schloss ist etwas sehr Böses. Die Toten erwachen und jagen die Lebenden. Der verantwortliche Magier wurde ergriffen, aber das hat die Lage nicht verbessert. Und außerdem wird Connor wohl wahnsinnig. Wir haben überlebt, aber er will das Schloss nicht verlassen. Er hat so viel Tod gesehen. Du musst ihm helfen, Tegan. Du bist sein Onkel. Auf dich hört er vielleicht. Ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. So, dann müssen wir schnell entscheiden. Was ist mit Al-Imen? Lebt er noch? Ich möchte mehr über diesen Magier erfahren. Ja, das möchte ich auch wirklich. Er ist ein Eindringling. Er gehörte zur Dienerschaft des Schlosses. Wir haben ihn ertappt, als er meinen Mann vergiftet hat. Dadurch wurde Imen krank. Imen wurde vergiftet? Er sagt, ein Mann von Taryn Logan habe ihn angeheuert. Es kann gelogen sein, aber ich weiß es nicht. Warum muss Tegan alleine gehen? Wegen Connor. Ich habe zugesagt, schnell zurückzukehren und nur Tegan mitzubringen. Zugesagt? Wem hast du das zugesagt? Von einem Zauber des Magiers. Dadurch können Eamon, Connor und ich am Leben bleiben. Die anderen hatten weniger Glück. Es hat viele getötet und ihre Leichen zu wandelnden Albträumen gemacht. Und als es im Schloss fertig war, machte es im Dorf weiter. Es will, dass wir leben, aber den Grund kenne ich nicht. Es hat erlaubt, dass ich dich hole, Tegan, weil ich darum gebettelt und gesagt habe, dass Connor Hilfe braucht. Genug der Fragen. Wir müssen entscheiden, wie wir vorgehen.
Der König ist tot. Wir brauchen meinen Bruder jetzt dringender als je zuvor. Ich kehre mit dir ins Schloss zurück, Isolde. Oh, dem Erbauer sei Dank. Sei gesegnet, Tegan. Sei gesegnet. Stinkt doch voll nach Falle, ey. Dann besteht wohl keine Wahl. Ich hege nicht die Illusion, dass ich allein mit dem Bösen fertig werde. Aber ihr habt euch als wahrhaft beeindruckend erwiesen. Naja. Isolde, entschuldigt uns einen Moment. Wir müssen kurz etwas besprechen, bevor ich mit dir ins Schloss zurückkehre. Bitte mach schnell. Ich warte bei der Brücke. Hier mein Vorschlag. Ich gehe mit Isolde und ihr gelangt über den Geheimgang ins Schloss. Mein Siegelring öffnet die Tür. Vielleicht kann ich das Böse im Schloss ablenken. Damit steigt eure Chance, unbemerkt hineinzugelangen. Was haltet ihr davon? Naja gut, so ist es mir auch lieber. Es ist besser so. Ich würde lieber mit euch hineingehen, aber ich habe bei der Sache keine Wahl. Wird schon. Wir können keinen der wenigen Verteidiger abziehen, die das Dorf jetzt noch hat. Hier ist mein Siegelring. Er öffnet das Türschloss in der Mühle. Was immer ihr tut, das Wichtigste ist ihm. Bringt ihn raus, wenn es sein muss. Isolde, ich und alle anderen, wir sind entbehrlich. Das glaube ich nicht. Ich werde euch alle retten. Versprochen. Ihr seid ein guter Mann. Der Beste. Der Erbauer hat auf mich herabgelächelt, als er euch nach Radcliffe geschickt hat. Wir lassen ihn einfach mit dieser Frau gehen? Ist das nicht zu gefährlich? Ich kann nicht länger warten. Ich sage euch zum Abschied Lebewohl. Und viel Glück. So. Was ist mit dir? Geht bitte weiter. Okay. Vielen Dank. Na dann. Wird erledigt. So, so. Hier ist also diese Tür. Da wollen wir durch. Wir müssen uns hier ins Schloss sneaken. Dann bin ich ja mal gespannt. Ja. Oh Mann, mich ärgert es, ey, dass ich es auf normal nicht geschissen gekriegt habe. Ich frage mich, wer diesen Tunnel gebaut hat. Und warum? So, erstmal das hier bringen. Ich finde auch doof, dass ich das nicht extra abstellen kann, dass ich den Schaden zufüge, muss ich sagen. Yeah! Ich bin Level aufgestiegen. Ja, meine Waffe hier, mein Dingsbums ist voll der Schrott, ey. So, komm, lass mich mal aufsteigen. Boah, ehrlich gesagt, ich muss das alles, glaube ich, auch hier drauf machen. Aber ich habe erstmal noch ein bisschen Magie. Ich muss irgendwann aber... So, hier kann ich die Feuerwolke machen. Oder ich mache das hier. Das Ding ist eigentlich eher schrottig. Aber was ist damit? Kann ich nämlich die Gegner gut verlangsamen. Hallo? Oh. Ist da draußen jemand? Ach nee. Wer seid ihr? Bei ist doch hier Heiligen. Dingens. Wie heißt er? Habe ich vergessen. Ich glaube es nicht. Joan? Beim Erbauer. Wie kommt ihr hierher? Jovan. Ich hätte nicht gedacht, euch je wiederzusehen. Ihr seid also der Magier, den Lady Isolde erwähnt hat. Ihr habt mit ihr gesprochen. Dann wisst ihr, dass ich Aal Eamon vergiftet habe. Oh ja. Soweit ich weiß, ist er bereits tot. Er ist nicht tot. Zumindest noch nicht. Nicht? Das ist eine unbeschreibliche Erleichterung. Bitte, ich weiß, wonach es aussieht. Den Aal zu vergiften war schrecklich. Aber ich schwöre, mit allem anderen hier habe ich nichts zu tun. Bevor ich weiterspreche, muss ich euch etwas fragen. Ihr könnt danach mit mir machen, was ihr wollt, aber ich muss es wissen. Was wurde aus Lily? Haben sie ihr wehgetan? Schon der Gedanke, dass sie für meine Vergehen büßen muss. Die Kirche hat sie fortgeschickt. Ich weiß aber nicht, wohin. Na doch. Die haben nur gesagt, in dieses komische Magiergefängnis. Nach Azkaban haben sie geschickt. Ja. Meine arme Lily. Sie hasst mich jetzt sicher.
wenn sie überhaupt noch lebt. Was habe ich getan? Tja, scheiße. Nun, so sind wir beide also wieder zusammen. Was geschieht jetzt? Ich will nur wissen, wie ihr hierher kamt und welche Rolle ihr hier gespielt habt. Ich bin verdächtig, ich weiß, aber mit den Kreaturen und den Morden im Schloss habe ich nichts zu tun. Als das anfing, war ich schon eingekerkert. Lady Isolde kam mit ihren Männern her und verlangte, ich solle es rückgängig machen. Ich dachte, sie sprach vom Gift und dem Aar. Da hörte ich zum ersten Mal von den wandelnden Leichen. Sie dachte, ich hätte einen Dämon beschworen, um ihre Familie zu quälen und Radcliffe zu zerstören. Sie ließ mich foltern. Ich konnte nichts tun oder sagen, um sie zu beschwichtigen. Ich sollte hier verrotten. Warum habt ihr Aal Eamon vergiftet? Es war ein Befehl von Taryn Loghain. Es hieß, Aal Eamon sei eine Bedrohung für Ferelden. Und wenn ich das erledigen würde, würde Loghain mein Problem mit dem Zirkel klären. Ich wollte nur wieder dorthin zurück. Du bist aber er so hat mich ein Spasti. Stich gelassen. Alles bricht zusammen. Ich hätte nie gedacht, dass es so endet. Erbauer, ich habe viele Fehler gemacht. Ich habe so viele Menschen enttäuscht. Ich würde es gerne in Ordnung bringen. Dafür sorgen, dass alles wieder so ist, wie es sein soll. Warum habt ihr bloß auf den Taryn gehört? Warum nicht? Ich war verzweifelt und wir reden hier immerhin von Taryn Loghain bei Andraste. Warum sollte ich ihm nicht glauben? Taryn hat euch ja so angehört, Aal Eamon zu vergiften. Connor zeigte erste Anzeichen. Lady Isolde hatte Angst, der Zirkel der Magi brächte ihn zur Ausbildung weg. Connor? Ein Magier? Das glaube ich nicht. Sie suchte einen abtrünnigen Magier von außerhalb des Zirkels, der ihrem Sohn insgeheim beibrachte, seine Begabung zu verbergen. Ihr Gatte wusste davon nichts. Ach so, jetzt verstehe ich. Der Aal ist ein anständiger Mann. Wie sollte er überhaupt eine Bedrohung darstellen, wie Loghain gesagt hatte? Trotzdem habe ich es getan, nicht nach. Und was wollt ihr nun tun? Ich will nicht mehr weglaufen und mich verstecken. Ich will es wieder in Ordnung bringen, egal wie. Wir waren einmal Freunde. Ich weiß, ich kann euch nicht mehr so nennen, aber wenn es euch je etwas bedeutet hat, dann helft mir, diese Sache zu bereinigen. Ich habe euch einmal im Namen der Freundschaft geholfen. Und ich habe euch und Lily hintergangen. Es tut mir sehr leid. Bitte, ich flehe euch an. Wollt ihr mir nicht helfen, einmal im Leben etwas richtig zu machen? Der Kleine könnte uns noch nützlich sein. Wenn nicht, lasst ihn gehen. Warum soll er hier gefangen bleiben? Hey, hey, er ist immerhin ein Blutmagier. Ihr könnt nicht einfach einen Blutmagier freilassen. Woher weiß er das eigentlich? Also lieber umbringen, ihn für seine Entscheidungen bestrafen? Spricht da Alistair oder der Templer? Der gesunde Menschenverstand. Wir kennen noch nicht mal die ganze Geschichte. Er möchte sühnen. Verdient diese Chance etwa nicht jeder? Ihr meint wohl so wie ihr? Vor dem Erbauer hat jeder eine Chance zur Sühne verdient. Dieser Mann nicht weniger als jeder andere. Er ist euer Freund. Ihr kennt ihn am besten. Gebt mir bitte eine Chance. Wie wollt ihr es denn in Ordnung bringen? Ich will alle retten, die noch da oben sind. Irgendwas muss ich doch tun können. Das wäre lobenswert, sofern es stimmt. Freut mich, dass ihr es so seht. Was nun? Ich lasse euch aus eurer Zelle. Aber keine Mätzchen. Ja? Ihr lasst mich raus. Und dann? Ihr werdet mit mir kommen. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Ich auch nicht. Ich möchte helfen, aber ich bin nicht sicher, ob ich euch in eine derartige Gefahr folgen will. Dann helft mir. Macht es bitte nicht noch schlimmer. Das werde ich nicht, versprochen. Ich werde einen Weg finden, das zu bereinigen. Ach, die war auch gar nicht abgeschlossen. Na, guck mal, hätte er einfach abhauen können. Naja,
Gut, Alistair findet es natürlich scheiße, aber naja. Also, hier gibt's nichts. Hier gibt's auch. Hier gibt's auch nichts. Hier gibt's auch nichts. Hier gibt's auch nichts. Hier ist leer. Warum hier einen Dreck kaufen? Mal schön in der Kacke wühlen. So. Immerhin was gefunden. Was ist hier? Hier ist nichts. Oh, was für eine Überraschung. Gut, fangen wir an. Das dürfte kein Problem sein. Das dürfte kein Problem sein. Böhm, Motherfucker. Böhm, Motherfucker. Alter, geht mal weg von mir. Lasst mich in Ruhe, ihr kleinen Scharlatane. So. Warum rennt er immer so weit weg? Ja, ich verstehe das nicht. Mach doch einfach hier den und dann ist gut. Oh, da ist noch einer. Oh, du bist tot. Sehr schön. So. Er hat einen Lyriumtrank. Warum haben die denn alle Lyriumtränke dabei? Verstanden. Na, ich weiß ja auch nicht. So. Gruppe sammeln und weiterziehen. Ja, sicher. Ich muss ja sowieso hoch. Von daher ist die Frage überflüssig. So, okay. Es gibt nur eine Tür. Jetzt ist natürlich die Frage. Ich kann einmal hier lang. Ach du Scheiße. So, dann brutzelt mal ein bisschen, ihr kleinen Spasten. Feuer! Alter, hier kommen noch mehr. Am Arsch, ey. Na gut, dann hoffe ich mal, das bringt was und ich sterbe nicht sofort. Ja, das Problem ist, das macht denen ja nichts aus. Ich brauche unbedingt einen neuen Start. Aber unbedingtlich. Gut, hier ist alles clear, wie es scheint. Das ist ja immerhin schon etwas. Na gut, jetzt habe ich die Tür zugemacht. Das ist. Naja. Ach stimmt, ich habe ja jetzt auf eine neue Fähigkeit. Stimmt, ja. Nee, aber das will ich jetzt hier gar nicht einsetzen. Die 8 allerdings schon. Aber die wollte ich ein bisschen weiter weg. Naja. Wie immer selbst getroffen. Geiler Scheiß. Boah, ey. Ich auch eigentlich echt nichts gegen die ausrichten kann. So, okay. Das sind aber auch immer gleich viele. Das sind nicht nur mal so 2-3 Stück. Nee, guck mal, gleich 5, 6, 7, 12 und so. Wird erledigt. Naja, gut. Hier ist zu, dann bist du dran. Was auch immer ihr wünscht. Ach, du bist doch echt so kacke, ey. Kannst ja fast nichts aufmachen. Kriegst erstmal Waffe und Schild ein bisschen mehr. Hoffe ich, dass das hilft. Ja, gut. Kann ja eh noch nichts machen hier. Das ist wahrscheinlich die Tür, wo dann der Bruder drin ist oder so. Na, machst du hier ein bisschen ins Wasser pinkeln, wa? Ins Feuer. Und Scheiße. Untote Scheißale! So, jetzt treffe ich wenigstens nicht mich, von daher läuft alles. Oh, ich muss hier weg, sonst falle ich jetzt die ganze Zeit um. So, das Schöne ist, dass es dir auch verlangsamt.
So, und jetzt habe ich natürlich keine... Oh, ich habe kein Leben mehr. Und ich habe auch kein Mana mehr, ja, wie immer. Quasi. Dann machen wir mal so, dann machen wir mal so, dann machen wir mal so. Und dann habe ich schon wieder kein Mana mehr. Alter Schwede. So, dann machen wir nochmal den hier. Und dann werde ich wahrscheinlich auch noch dran sterben. Aber die anderen leben ja noch. Boah, hat der genau gepasst, ey. Leck mich am Arsch. So. Hier gibt's aber auch nichts, was ich mal mitnehmen könnte. Na gut. So, wo komme ich hier hin? Ach, am Arsch, ey. Warum sind denn hier so eine komischen Mabari am Start? Ja, weil die sind natürlich auch nochmal richtig geil, die Teile. Ja, weil die... Ja, genau. So, ja, genau. Genau, genau. Komm, nimm mal einen saftigen... Alter, willst du mich verarschen? Okay, ich bin tot. Ach ja, sie ist auch gleich tot. Das ist doch eine Scheiße, ey. Warum ist das so? Jetzt ist sie auch tot, jetzt ist sie auch tot und er ist auch gleich tot. Alter. Ja, komm, lass dich mal töten, das macht ja keinen Sinn. Und die Augen zu. Oh Mann, ey. Scheiß Kack-Pissviecher, ohne Scheiß. Ah nee, jetzt muss ich ja alles hier nochmal machen. Aber wisst ihr was? Ah nee. Ist eh eine gute, momentan eine gute Sache. Ich mach mal ganz kurz eine Pause, weil ich eh auf Toilette muss und dann sehen wir uns weiter. Entweder in der nächsten Folge oder in nicht mal einer Sekunde, je nachdem wie ich das schneide. Also... Denn bis gleich. So, da sind wir wieder. Müsste eigentlich noch dieselbe Episode sein, dieselbe Folge. Wie ihr wünscht. Wenn ich mich nicht ganz täusche, müsste das so sein. Ich hoffe es zumindest, dass ich mich da jetzt nicht mal vertute. Boah, warum kann man das denn hier so scheiße stellen? So, hier, kriegt erstmal das Fett auf die Fresse. Ach komm, verpiss dich, Mann. Lass mich doch in Ruhe und du auch und überhaupt, ihr alle. Geht weg. Du stinkst. Hallo? Achso, schon tot. Ja, wir arbeiten ganz vorzüglich zusammen. Du Arschkeks, so, erstmal. Achso, ja, super. Jetzt muss ich denen ja auch nochmal neue Punkte geben. Jetzt weiß ich natürlich nicht mehr auf. Doch, auf das hatte ich das. So. Ne, so. Monster! So, ich muss weg. Jetzt kriegt ihr erstmal hier fettet Feuerding in die Fresse. Und tot. Oh, scheiße. Mann, wie ich immer hier wechsle, ey. Es ist doch nicht zu fassen. So. Du noch. Das ist ganz schön viel Blut. Das ist ganz schön viel Blut. Wie ihr wünscht. So, das war mein Handy. Kein Problem sein. Ich könnte das. Damn! Moment. Der hat noch was. Wird erledigt. Wird erledigt. Mama. So. Leblose Bastarde. Leblose Bastarde. So. Erstmal kriegt ihr eins in die Fresse, dann kriegt ihr ein bisschen Brutzel und ich habe irgendwie gar keinen von denen getroffen. Aber das finde ich ja super toll. Das finde ich ja super toll, ja, super toll finde ich das.
Ach, und schon wieder gewechselt hier. Jawoll, und wer will nochmal? Wer hat man nicht? Ich hab für alle etwas dabei. So geht doch. So, nimm, was der hat, nimm, was der hat. Ne, nimm mal auch, was der hat. Ja, nimm alles mit, alles. Alles mitnehmen. So, da ist noch so ein Spassi übrig geblieben. Aber das ist ja gar kein Problem. Die kriegen einfach alle mal ein bisschen was auf die Fresse. Ja, das sind nämlich auch die, die gerade gekommen sind, die mich da hinterrücks attackiert haben, die kleinen Schweine. Ich bin bereit. So. Ich bin allzeit bereit. Boah, ey, wie viel kommen denn da? Viel zu übertrieben. So, jetzt kriegt ihr mal ein bisschen Feuerbälle in die Fresse. Ah, habe ich aber schon wieder keins getroffen. Super geil. Ey, ich will nicht wechseln. Ja, ich kann ja gegen die eh nichts machen. Aber das kann ich machen. Juhu. Ich finde, wir arbeiten gut zusammen. Ja, machen wir. Gut, fangen wir an. Wird erledigt. Wird erledigt. So. 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 Das nehmen wir auch, ja. So, jetzt kommen die verkackten Mongo-Viecher dran. Und da werde ich ja direkt mal den hier machen. Verpisst euch hier, ihr kleinen Mongo-Drecks-Pissviecher. Hier, kriegt man mal ein bisschen das hier ab. Ja, irgendwie nicht. Jetzt aber. Und ihr kriegt noch den hier ab. Und ich habe wieder gewechselt, obwohl ich es nicht wollte. Verdammte Scheiße. Das kann doch wohl alles nicht wahr sein. So. Komm, fick die einfach kaputt. Fick sie einfach kaputt. Geht doch. So. Wird erledigt. So. Okay, das ist eine Falle. Ich habe sie gesehen. Wie kann ich euch helfen? Naja, du könntest eventuell diese Falle hier entfallen. So, geht doch. Also ganz ehrlich, um das jetzt durchzuschneiden, ich bin geschickt, ja, um das durchzuschneiden, muss man jetzt unbedingt was drauf haben. Also echt, ja, verstehe ich auch nicht. Da mit dem Dolch durchzuschneiden, ja, das traue ich mir ja auch noch zu. So eben, ja. Aber egal. Okay, hier ist wieder eine Tür, da werde ich wahrscheinlich sowieso nicht durchkommen. Schon unterwegs? Ja, ja. Alter. Die gehen ja gleich voll ab. Boah, irgendwie ist die Steuerung davon voll beschissen. Super. Super. Ach ja, das ist doch Herz allerliebst. Ja, nö, ja, ich bin gleich tot. Ich sollte mal hier so einen kleinen Muntermacher zu mir nehmen. Ach, da ist auch einer. Der hat seinen Kopf verloren. Wird erledigt. Gut, jetzt nehmen wir alles, was die haben. Du sollst nehmen, was die haben. So, das auch, und das auch, und das auch, und das auch. Ja, mehr gibt's hier gar nicht. Was ist hier? Ach, hier komme ich dann direkt in den nächsten Raum. Ja, das will ich ja noch gar nicht. Das will ich aber nicht. Ich will erstmal hier gucken. Was ist denn hier drin? Da ist eine Wurzel, eine Elfenwurzel. Na, schön. Da.
Da haben wir Valena. Juhu! Bitte tut mir nichts! Ist ja gut, ey. Ruhe! Es tut mir leid. Ich habe nur solche Angst. Diese Monster sind überall. Ich bin Valena, das Dienstmädchen der Alessa. Geht es ihr gut? Was ist mit den anderen passiert? Valena, die Tochter des Schmieds? Ihr kennt meinen Vater? Ich will zurück ins Dorf. Gibt es einen Weg nach draußen? Ja, sicher. Aber die Monster... Die habe ich alle am Leben gelassen. Ich finde schon einen Weg. Ich bin schnell und kenne das Schloss. Na denn? Vielen Dank. Yeah. Okay, die habe ich auf jeden Fall gefunden. Ist ja schon mal was. Aber wo der Junge ist, weiß ich... Kann ich euch irgendwie helfen? Nö. Alles gut. Hä? Ach, hier. Ach, ey, das ist alles hier. Ein Gedöns, meine Freunde. So geht das nicht. So, jetzt geht's hoch. Nochmal gucken, was da oben abgeht. Achso, das ist jetzt nur hier so ein Zwischenteil. Okay. Jung, eine schwache Eissalbe oder Salbe. Ah, ganz toll. Na, super. Mehr ist hier nicht. Doch, da hinten ist noch was. Oh, da war noch ein Liebesbrief drin. Ein kleiner Liebesbrief war da drin. So. Und jetzt sind wir vor der Burg. Da hinten sehe ich doch schon Gegner. Da stehen sie schon. Der hat mich einfach zufällig gezogen. Das finde ich aber nicht so schön. Komm, Friede noch mal kurz ein. Jetzt widersteht der Arsch. Muss ich mal hier kurz einen Drink nehmen und muss ich mal hier kurz den machen, damit ich ein bisschen Wurzel machen kann. Ich bin gleich tot. Ja, super. Ja, super, ich bin tot. So, Moment. Bevor du jetzt auch noch stirbst, kann man bitte noch den hier. Alter, das gibt's doch nicht. Das ist doch hier, ist doch nicht so fasse, Kinder. Ja, hau rauf, Mann. Zack, hier, und dann machst du zack, da, und pum, pum, und hier, zack, zack, tot. Jetzt muss ich noch das Ding hier killen. Aber irgendwie will das Ding nicht sterben. Ich weiß hier auch irgendwie nicht, welche Fähigkeiten bei ihm Schaden machen und welche nur so da sind. Lass mich mal mit ihr kämpfen. Obwohl, bei ihr weiß ich das ja irgendwie auch nicht. Ja, aber sie, mit ihr kann ich ja wenigstens den hier machen. Oh, Moment, ach, hat sie ja. Ich kann ein bisschen Blitze verteilen, so. Ist ja schon mal etwas. Was hat sie denn noch mit der neuen? Was kann sie denn hier mitmachen? Ich habe keine Ahnung. Moment, sie kann den machen. Ja, hat sie schon mal betäubt. Ja, aber das ist ja immerhin etwas. So, jetzt ist der tot. Jetzt steht mal alles schnell auf. Schnell, schnell, schnell. So, jetzt haben wir die zum Glück besiegt. Jetzt sammle ich ganz schnell alles ein. Wird erledigt. Dieser Wiedergänger hat da bestimmt auch geilen Crap, oder? Gehabt. Ich brauche unbedingt einen neuen Stab. Einen tollen Topaz. Was soll ich denn mit Topaz?
Na gut. Da muss ich jetzt nochmal kurz die unterbrechen, die Aufnahme, weil ich muss nämlich mal kurz weg. Werde aber auf jeden Fall sagen, wir sehen uns gleich wieder. Also bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich war jetzt ein paar Stunden weg. Für euch nicht mal einen Augenblick. Technik ist schon was Geiles. Und wir wollen jetzt direkt da oben rein. In die Butze. In die kleine Butze rein. Erstmal, hier gibt's nichts. Schade. Hätte sein können. Hätte ja sein können, dass da was ist, aber da ist nichts. Na toll. Naja, was soll's. Dann gehen wir jetzt direkt in das Schloss. Da ist ein Kaffeefleck. Und da auch. Und da auch. Manch ärgerlich. Oh, was ist hier los? Gehen wir. Ja, ist ja gut. Achso. Du bist schon wieder ein Level aufgestiegen. Warum steckst du denn so viele Level auf, Mädchen? Mädchen, so geht das aber nicht. Ja, nehmen wir mal Kräuter, Kräuterkunde. Hier, du kannst zwar noch ein bisschen mehr auf Eis gehen, weil Eisy-Meisy kann ich noch nicht so gut. Hier geht's nicht, da geht's nicht. Achso. Yeah! Dance! Just dance, boy! Sind das unsere Besucher? Die, von denen du erzählt hast, Mutter? Ja, Connor. Und der hat meine Soldaten besiegt, die ich schickte, mein Dorf zurückzuerobern? Ja. Und jetzt starrt es mich an? Was ist das, Mutter? Ich sehe es nicht richtig. Das ist ein Elf, Connor. Du hast schon Elfen gesehen. Wir haben welche hier. Oh, das ist aber ein liebes Kind. Ach ja? Ich habe ihre Ohren abschneiden und an die Hunde verfüttern lassen. Sie haben stundenlang daran gekaut. Soll ich es in den Zwinger schicken, Mutter? Du kannst es ja mal versuchen, du Scherzkeks. Ich flehe dich an. Tu niemandem was. Mutter? Was geht hier vor? Wo bin ich? Oh, dem Erbauer sei Dank. Connor. Connor, hörst du mich? Hinfort, närrisches Weib! Du beginnst mich zu langweilen. Grauer Wächter, bitte tut meinem Sohn nichts. Er ist für seine Taten nicht verantwortlich. Dann ist also er die böse Macht, von die ihr spracht. Nein, sag das nicht! Der Junge ist also eine Abscheulichkeit geworden und hat den Schleier zerstört? Connor wollte das nicht. Es war der Magier, der ihm ihn vergiftet hat. Der hat alles ausgelöst und den Dämon beschworen. Connor wollte nur seinem Vater helfen. Und ist dann mit dem Dämon eine Abmachung eingegangen. Dummes Kind. Es war ein fairer Handel. Vater lebt, genau wie ich es wollte. Jetzt nehme ich auf dem Thron Platz und erobere mit meinen Armeen die Welt. Niemand sagt mir mehr, was ich tun darf. Ob das Leben ist? Naja, ich weiß ja auch nicht. Niemand sagt ihm, was er tun darf. Niemand! Was für ein Witz. Still, Onkel. Habe ich nicht gesagt, was passiert, wenn du weiterhin so schreist? Oh Mann. Das habe ich. Doch, das habe ich. Aber bleiben wir doch gesittet. Ja, sicher. Dieser Mann soll seine ersehnte Audienz bekommen. Sag uns, weshalb bist du hier? Ich will dich aufhalten. Ich habe Bernd Tegen gesucht. Ich muss zu Arl Eamon. Ich will helfen, falls möglich. Oh. Etwa mir? Verdammt. Oder Vater? Dir selber vielleicht? Jetzt habe ich schon Wen gedrückt. Denn? Den Leuten, die du in Schrecken hältst. Dir will ich natürlich helfen. Dem Arl will ich natürlich helfen. Mir selbst
will ich natürlich. Ich will einfach allen helfen, ja? Es ist doch nur Spaß. Alle anderen packen es lustig. Macht es dir Spaß, Onkel? Marmelade! Siehst du? Wir haben Spaß. Du gönnst es uns einfach nicht. Wie siehst du das, Mutter? Ich glaube, es bedroht mich. Ich glaube nicht. Natürlich nicht. Seit du die Ritter fortgeschickt hast, willst du mir immer nur den Spaß verderben. Mir wird langsam langweilig. Ich will Aufregung. Ich will Taten sehen. Der Mann hat mein Spiel ruiniert, indem er das blöde Dorf gerettet hat. Und jetzt muss er für Ausgleich sorgen. Das ist quasi mein Spiel. Oh, hier geht's ja jetzt mal ab, warte mal. Moment, ja, hier erstmal wird mal hier ein bisschen. Oh shit. Schon wieder ein Kampf. Das kann ja nicht wahr sein. Ich will gar nicht kämpfen. So. Ach, guck mal, der Junge ist auch hier, aber der fällt immer auf die Fresse, von daher kein Problem. So, da ist die Wache, die ist dood. Oh, ich habe gar keinen Mana mehr, wie immer eigentlich. Warte mal. Verpiss dich, Junge. So. Dich noch. Und dann haben wir's. Ach nee, du bist ja auch noch da. Na, guck dir das an. Na gut, jetzt ist er weg. Dies war's.